Ich bin ja wirklich skeptisch, ob das Auto da recht hat mit bitte links abbiegen. Eigentlich sieht idyllisch aus, ne? Schön, ja, bunt, grün, lila. Ja, aber ich habe irgendwie ein bisschen Angst um diese schönen Stoßfänger und diese schönen Alufelgen. Dabei hat der Tag doch so entspannt angefangen. Es gibt Autos, deren Revier ist die Autobahn. Es gibt Autos, die sind auf der Landstraße zu Hause. Und es gibt Autos fürs Gelände. Der Audi Q8 will alle Disziplinen tadellos meistern und dabei auch noch elegant ausschauen. Ich bin ja mal gespannt, wo mich das Navigationssystem jetzt hinschickt. Mit meiner Teste alle Fähigkeiten des Q8-Route. Der erste Teil der Strecke führt unseren Tester über kurvige Landstraßen. Also vom Fahren finde ich den Q8 schon noch mal ein bisschen agiler als den Q7. Definitiv. Die Lenkung, die spricht sehr schön direkt an, wenn ich auf Dynamik bin. Aber wenn ich auf Komfort gehe, dann ist das auch schon wieder ein bisschen gemütlicher. Man hat auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass man wirklich ein so schweres Auto hier um die Kurven lenkt. Der fährt sehr leichtfüßig auch um Kurven. Ja, man darf nicht vergessen, Physik ist Physik und irgendwo hat auch das beste Fahrwerk und das beste Assistenzsystem seine Grenze. Deswegen übertreiben sollte man es nicht. Aber auf der anderen Seite beim Truck Race fahren die auch mit ihren LKWs über Nürburgring. Die sind allerdings bei weitem nicht so komfortabel wie der Q8. Auch schnell kann der Q8. In 6,3 Sekunden geht es von 0 auf 100. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht der rollende Riese bei 245 km/h. Der Innenraum kommt bei unserem Tester ebenfalls sehr gut an. Das Interieur typisch Audi, sehr hochwertig. Finde ich. Mir gefällt gut dieses Alcantara hier oben. Das kostet natürlich extra, leider. Irgendwie schade. Griff ist immer gut, kann man sich gut festhalten, wenn man gechillt irgendwie über die Autobahn oder über die Landstraße cruist. Hinter dem Multifunktionslenkrad befindet sich ein Digitaltacho, der nach eigenem Belieben individualisiert werden kann. Auch in der Cockpitmitte gibt es große Displays für Infotainment und Klimasteuerung. Das Platzangebot im Fond ist ordentlich, nur zu groß darf man aufgrund der Dachform nicht sein. Ich habe ja gesagt, ich möchte das Auto in allen Belangen testen, deswegen muss ich jetzt auch auf die Autobahn. Das, wofür Deutschland weltweit berühmt ist. Für die Autobahn haben wir ja zum Beispiel auch Abstandsregeltempomat. Kann ich sagen, gut, fahren wir jetzt 100 und dann fahren wir einfach dem Vordermann schön gemütlich hinterher. Und jetzt ist das Tempolimit aufgehoben und jetzt können wir mal schön gucken. Und ich gebe Gas und der Motor zieht einfach immer weiter nach vorne. Und das Auto liegt auch wirklich gut hier auf der Straße. Auch hier hinterlässt der Q8 einen guten Gesamteindruck. Doch eine Disziplin steht noch aus. Elegant sportliche Linien bestimmen das Außendesign des Q8. Doch mit so vielen zierlichen Zierteilen kann sich der Wagen doch eigentlich gar nicht für den Einsatz abseits des Asphalts eignen, oder? Unser unerschrockener Tester lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen und folgt brav den Anweisungen des Navigationssystems. Demnächst links abbiegen. Na, das schickt mich ja komische Wege, das Navi. Jetzt links abbiegen. Was? Hier? Oha, da muss ich erst mal gucken gehen. Ich bin ja wirklich skeptisch, ob das Auto da recht hat mit bitte links abbiegen. Eigentlich sieht idyllisch aus, ne? Schön, ja, bunt, grün, lila, ein paar Fichten. Aber ich habe irgendwie ein bisschen Angst um
diese schönen Stoßfänger und diese schönen Alufelgen. Dabei hat der Tag doch so entspannt angefangen. Aber ja, jetzt stehen wir nun mal hier und ich muss leider sagen, liebe Alus, es tut mir sehr leid, es war schön mit euch. Vielleicht werdet ihr es nicht überleben, vielleicht schon. Mal gucken, denn dieser Q8, der hat ja das optionale Luftfahrwerk an Bord. Das heißt, ich werde jetzt erstmal versuchen, hier die Bodenfreiheit ein wenig anzuheben und dann gucke ich mal, ob ich wirklich da lang komme, wo das Auto es möchte. Zwischen 205 und 254 mm kann man die Bodenfreiheit variieren. Mechanische Differentialsperren bietet der Q8 nicht. Hier muss die Elektronik dafür sorgen, dass das Auto in unwegsamem Gelände vorwärts kommt. Und siehe da, es geht ja sogar. Es ist nur, ja, es piepst alles. Furchtbar. Kann jemand mal das Gepiepse ausstellen?